irgendwann sagt man, ja, wird doch mal Zeit für ein Part 2. Wir wollten ja die Maschine ausprobieren. Ist alles anders gelaufen wie gedacht. Ich hatte komplett vergessen, dass Ostern ist, dass sowas existiert und dass da Sachen gemacht werden, geplant werden. Dann haben wir spontan mein Zimmer umgeräumt, weil wir erst eigentlich eine Ecke freiräumen wollten, weil wir tatsächlich endlich das Glasfaserkabel bei uns verlegt wird. Um dann gesagt zu bekommen, nee, es ist ein Zimmer weiter, wo wir hin müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir schon mal dabei. Wir stellen einfach mal alles um, um frischen Wind reinzubekommen. Und es ist noch nicht ganz fertig. Ich habe hier noch ganz viel Kleinkram rumstehen, den ich noch unterbringen muss, der halt wieder in die Schränke zurück muss und anders einsortiert werden muss. Ich muss ein paar Schränke wieder aufhängen, weil die sind noch ab. Die müssen wieder dran. Die sieht man da halt hier. Im Hintergrund meine Bücherregale, wo meine Mangas drin sind, die sind jetzt ab, die müssen auf die andere Seite. Ist alles ein bisschen chaotisch. Aber ich wollte dann mal tatsächlich mal Part 2 machen und mein neues Gerät, mein neues Spielzeug auch mal ausprobieren, weil ja, dafür hatte ich es ja gekauft, damit ich damit Sachen mache. Und ich habe mir gedacht, für den Anfang, ich wollte erst die Sticker machen, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich erstmal mit dem Material üben, dass die mitgemacht haben, weil es ist ja für die Maschine selbst gedacht, dass ich einfach lerne, wie das mit der Maschine funktioniert. Und daher machen wir heute erstmal Vinyl. Wir zerschnippeln hier das Rote. Ich habe ein paar Designs gemacht. Wir werden uns ein bisschen was aus der Bibliothek, die Circuit anbietet, raussuchen. Ich habe selbst was gezeichnet, ein paar Sachen, das werden wir ausschneiden. Und dann werden wir das hier ausprobieren. Das habe ich nämlich gefunden, wie ich umgeräumt habe. Ich habe hier noch so eine schon bedruckte Folie, hier so ein schwarz-goldenes Muster, so Pflanzenmuster, Blumenmuster drauf. Und das werde ich einfach mal auch in die Maschine stecken und gucken, was passiert. Hi, ja, war nur mal aus dem Edit hier, wie man sieht, frische Klamotten. Ich habe beim Schneiden des Videos gemerkt, dass das Video viel zu lang ist, dass ich mich absolut verschätzt hat wie an der Länge des Videos. Dementsprechend wird es 2 Parts geben. Den jetzigen, wo wir uns hauptsächlich die Studio-App anschauen und den ganzen Testdruck auf das schwarze Stück Vinyl machen, das noch vom Unbox übrig ist. Diese rote Folie und diese schwarz-goldene Folie gibt es erst im nächsten Part, das morgen kommt, einfach um ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen und nicht irgendwie eine Stunde Video laufen zu lassen. Ja, nur so kleine Vorwarnung. Wir schauen uns jetzt die Studio-App mehr an und machen halt 2 Drucks auf dem kleinen Stück schwarzen Vinyl. Ich habe 2 Anläufe gebraucht, damit das funktioniert. Rote Folie und schwarz-goldene Folie gibt es dann halt morgen im nächsten Part. Dann viel Spaß mit dem Rest vom Video. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Circuit eigene Studio. Nee, heißt ja nicht Circuit, es heißt Cricut. Ich sage es die ganze Zeit falsch. Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass irgendwie falsche Reihenfolge der Buchstaben. ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht. Ich nenne es jetzt einfach Cricut. Wie Krille. Die Grille schneidet. So, ich denke, so ist jetzt auch mal ganz gut, wie wir es aus Streams gewohnt sind. In der Ecke bin ich und hier haben wir meinen Desktop. Und ich habe mir das Studio noch nicht angesehen. Das ist jetzt blind. Erstmal gucken, was passiert. Ich denke, wir suchen uns einfach mal irgendwas aus an diesen Bildern für mich und machen dann daraus erstmal ein Bild. Und dann machen wir das Gleiche mit Sachen, die ich selbst schon mal gezeichnet habe, extra jetzt für diesen Test. Und gucken, was so wird. Wir haben ja hier ein paar kostenlose und ein paar, die man kaufen muss. Ich habe einen Monat Mitgliedschaft, aber das habe ich noch nicht aktiviert. Das wollte ich erstmal so beiseite lassen. Ich wollte jetzt erstmal mit dem arbeiten, was man so basismäßig mitkriegt. Wie man sieht, man kann hier anscheinend irgendwelche Sachen kaufen. Man gibt Sachen kostenlos. Dann kann man irgendwie. Die Foto, schade, die ist da. Ah, hier ist so ein Schmetterling. Komm, wir nehmen so ein Schmetterling. Ich will den Schmetterling. Gib mir den Schmetterling. Ach hier, zum Arbeitsbereich hinzufügen. Okay. Ist hinzugefügt. Nehmen wir. Ja, ich finde das Einhorn eigentlich auch ganz nice. Ohne. Ich nehme das. Na, das kostet was. Ich würde sagen, ich hätte das Einhorn mal genommen und gucke, ob ich hier Wimpern wegkriege, weil die finde ich nicht so schön. Vielleicht will ich nicht nur. Na, Pferd, haben wir eine Blume. Was haben wir hier? Haben wir Schrift. Arten. Ah, wir können noch was schreiben. Okay. Warte mal, dann nehme ich. Ich nehme eine Schriftart. Kann ich dann schreiben? Ja, wäre ja. Ist ja der Sinn von einer Schriftart. Da können wir irgendwas schreiben. Okay, wir können tatsächlich was schreiben. Was schreiben wir denn? Wir schreiben einfach mal Manu. Manu und ein Schmetterling.
Guck mal. Wenn wir das untereinander machen, jetzt weiß ich nicht, wie groß das ist. Sind das Zentimeter wahrscheinlich? 10 Zentimeter. Das, ja, von der Größe würde ich sagen, passt. Dann machen wir hier das Warnum drunter. Wird das dann so übernommen? Warte mal, dann kann ich das ja auch ein Stück schwarz noch gucken. Ich habe hier noch ein Stück schwarz. Das ist ja, das sind ja mehr wie 10 Zentimeter. Das sind so, ja, doppelt so groß, knapp 20. Da müsste ja auch gehen. Probieren wir das mal. Okay, muss ich da irgendwas drücken? Was kann man hier eigentlich machen? Man kann alles auswählen, bearbeiten, schneiden. Ach so, ausschneiden wahrscheinlich. Nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich muss. Ich will es ja nicht drucken, ich will es ja nur schneiden. Ich dachte, ich muss ihm das sagen. Kann ich hier alles auswählen? Ausrichten. Na, guck mal, wir können das hier. Kann ich das zentrieren? Nice. Anordnen kann ich auch. Hätte Gruppe draus machen, dass das auf Ja zusammengehört. Und dann habe ich hier eine Gruppe. Dann ist das hier zusammen. Dann hoffe ich, das druckt er dann auch genau so aus und nicht, dass er den Namen irgendwie anders dreht, dass es vielleicht mit dem Papier ein bisschen spart. Das habe ich nämlich mitgekriegt. Die Maschine, wenn man die Sachen nicht anordnet, sortiert er die selber, wie es halt auf dem Blatt aussehen soll, also wie es halt ausgerichtet ist. Ein Offset kann man auch machen. Ah, okay. Also man könnte theoretisch einen Rahmen drumherum machen. Ich will kein Offset. Aber dann sieht man hier, ah, hier guck, man sieht hier, dann schneidet der Runde rum. Gut, dann muss ich Bilder zum Beispiel nicht unbedingt mit einem Rand versehen. Aufkleber erstellen. Aufkleber erstellen. Beta. Nee, das lassen wir erstmal. Ich möchte nur das. Ich will mal gucken, was kann man hier mehr? Kannst du verformen? Kann man. Okay, das ist Sachen, die man kaufen muss. Das will ich jetzt erstmal nicht machen. So. Da haben wir jetzt unseren Schmetterling und unseren Namen. Der ist in der Gruppe drin. Der sollte so eigentlich dann geschnitten werden. Wir können hier einen Offset machen. Es gibt so einen Aufkleber Beta. Es gibt hier noch ganz viele. Da kann man wahrscheinlich einfach verschiedene Vorlagen uns raussuchen. Ne? Ist eine Vorlage für. Sind das Vorlagen, wenn man was drucken möchte? Warte mal, wenn ich jetzt auf Uhr klicke, kriege ich dann. Ja. Ah, wenn man auf irgendwas Bestimmtes was kleben möchte, kann man sich hier eine Vorlage raussuchen, damit man weiß, wie groß sowas ist. Ist vielleicht dann praktisch bei T-Shirts und so weiter, dass man aber guckt, ob das Logo da so drauf passt oder so. Kriege ich das jetzt irgendwie. Kann ich das markieren oder kriege ich das irgendwie weg? Ah, guck mal. Ah, da. Okay, das sollte, hoffe ich, nicht mitgeschnitten werden. Das haben wir hier bei Projekte. Ich will mal kurz durchgucken. Ja, hier kann man sich anscheinend einfach verschiedene Sachen raussuchen, wenn man halt einfach mal Inspiration möchte. Einfach kurz was raussuchen, was formen. Ah, guck mal, wir können ein bisschen was zusammenbasteln. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn man dann gleich die bedruckte Folie rausprobieren möchte, dass man dann erstmal eine einfache Form rausschneiden. Bilder? Mehr als Bilder durchsuchen. Ah, okay, hier kann ich hier unten einfach gucken. Okay, ja. Wenn man die App nicht hat, kann man sich hier verschiedene Sachen raussortieren. Ich sag, ich habe diese Studio-App für, ich glaube, für einen Monat oder so kostenlos. Die habe ich aber noch nicht aktiviert. Gibt es hier was Kostenloses? Ja, gibt es ein paar Förmchen. Bisschen was ist kostenlos vorhanden. Bearbeitbarer Text, das hatten wir ja gerade. Gespeichertes. Ja, hochgeladen. Guck mal, anscheinend, wenn ich meine eigenen Sachen hier hochlade. Habe ich die immer hier, da muss ich die nicht immer an meinem Computer rausholen, was ich super praktisch finde, weil ich habe meinen Computer ja super sortiert und finde immer alles direkt sofort. Text hatten wir gerade. Ist Sprüche nicht das gleiche wie Text oder sind schon vorgefertigte? Ah, hier schon vorgefertigte, sogar mit Bildern, nur mit Ausschnitt. Kostenlos drücken wir mal. Ah, guck mal, hier gibt es auch kostenlos. Also man ist nicht komplett aufgeschmissen, wenn man keine Ahnung vom Erstellen von Designs hat. Es gibt hier auch kostenlos anscheinend echt genügend Sachen zum, ja, einfach drauf loslegen. Editierbare Bilder, was haben wir hier? Okay, das mit dem Editieren, das schauen wir uns ein bisschen später an. Ich will jetzt erstmal nur direkt drucken. Ich kann hier was hochladen, da wahrscheinlich haben wir Bilder hochladen. Monogramm. Was ist das?
Ach, da bin ich wieder hier. Nee, doch. Auch nochmal Schrift. Schrift in bestimmter Form. Modern, elegant, handschriftlich. Okay. Das ist bestimmt vielleicht für den Stift oder so. Ich kenne mich, wie gesagt, selber nicht so aus. Ich habe jetzt hier meinen Schmetterling mit meinem Namen. Ich möchte das herstellen. Ich möchte das drucken. Guck, Explorer 3, das ist ja mein Drucker. Herstellen. Wie wär's denn damit? Ja, von mir aus speichern wir das. Kollektion. Titel. Test. Schmetterling. Wahrscheinlich irgendwie so geschrieben. Cloud oder Computer? Cloud und Computer. Ach komm, warum nicht? Schaden tut's ja nicht. Zur Not kann ich ja wieder löschen. Wird gespeichert. Okay. Ohne Schneidematte, auf der Schneidematte, auf der Kartenschneidematte. Mehrere Möglichkeiten. Nur für Zircot Smart Materials. Hier, wir machen. Wir haben ein Smart Material. Wir haben ein Stück Folie. Das ist ja eine smarte Folie. Die ist schlau. Die kann was. Okay. Ist das jetzt alles schwarz? Soll das so? Ah, hier, guck mal. With out mat, on mat, on card mat. Ohne Matte. Verstanden. Materialgröße 33 mal 33 mal 15? Sollte hinhauen. Aber 33 lang ist die nicht. Wird das immer mit 33, also mit DIN A4 ist das, glaube ich. Die komplette Länge, kann ich die nicht länger? Spiegel? Ja, aber wo ist mein Name? Das ist nur der Schmetterling. Ja, ich habe nur den Schmetterling. Ich möchte aber bitte abbrechen. Ich möchte bitte den Text auch. Butterfly. Text. Was haben wir hier? Kombinieren. Verbinden. Ebene. Ihr seht, ach so, ihr seht das ja gerade gar nicht. Warte mal. Ich habe hier unten noch, hier habe ich ja die Uhr, habe ich hier. Ich will aber den Schmetter, den Text hier, den will ich ja auch ausschneiden. Kombinieren. Schnittmenge, subtrahieren, Ebene. Wie mache ich jetzt, dass der einfache Schrift Auswahl aufheben? Nee. Wenn ich die Gruppe anklicke, herstellen. Für Smart bestätigen. Jetzt habe ich nur den Text. Ich will aber beides haben. Ah, guck, jetzt habe ich beides. Oh, das ist das Offset und das ist okay. Abbrechen. Das Offset. Offset. Abbrechen. Löschen. Dann habe ich den Butterfly und den gruppieren. Habe ich beides ausgewählt? Hatte ich eben nur den Schmetterling ausgewählt wahrscheinlich. Herstellen. Für den Circuit bestätigen. Jetzt habe ich beides. 33 und 15. Okay. Wenn ich jetzt hier 14 eintippe. Okay. Okay, kleiner kann ich es nicht machen. Ich kann es auch nicht schmäler machen. Aber es müsste, ist ja dann auch egal, weil der geht ja eh nicht so weit. Ich probiere das jetzt einfach. Zwischensumme? Abbrechen. Hat die Schrift was gekostet? Wenn ich jetzt nur den Butterfly nehme, herstellen? Ah, okay, die Schrift hatte was gekostet, dann mache ich es jetzt ohne Schrift. Gut. Habe ich mich irgendwie verguckt. Fortfahren. Zum Glück wird einem das nochmal gesagt. Für diesen Computer wird eine Bluetooth-Verbindung empfohlen. Das ist ein bisschen schlecht, weil ich habe für diesen Computer kein Bluetooth-Gerät. Habe ich den Stecker drin? Warte mal. Der Stecker steckt hier. Und. Hier steckt auch der Stecker drin. So. Verbindung Maschine.
Ja, dann bitte tue dies. So, okay. Vielleicht findet er den jetzt, weil ich den anderen Port benutzt habe. Ich habe mit dem nämlich ein bisschen Probleme. Circuit 3. USB. Ah, okay. Jetzt kann ich hier umwechseln. Jetzt hat er ihn gefunden. Ich habe den Port gewechselt. Ich habe nämlich den Circuit leider in den einen USB-Port, in dem ich nämlich immer mal Wackelkontakt habe. Das funktioniert nicht so ganz. Ich habe die Kamera drin, aber es funktioniert. Okay. Okay, wir haben Basismaterial einstellen. Karton. Das können wir noch nicht machen. Der wird wahrscheinlich einmal gucken, was für ein Messer drin haben. Merkt er das? Ich habe Aufbügelfolie, Vinyl, permanent, wiederablösbar, selbstklebende Farbkarton, Smart Papier, Premium Vinyl, Smart Iron On, Smart Vinyl schimmernd, Iron On holographisch. Okay. Ja, Smart Vinyl permanent. Kein Werkzeug in A, ein Werkzeug in B und Material einfügen. Dann legen wir das da an. So. Meckert er jetzt, weil das Papier zu kurz ist? Feinschnittklinge und drücke auf Null. Mal gucken, ich glaube, es verschiebt sich. Ich halte es mal ein bisschen an der Ecke fest, dass es nicht verschiebt. Ja. So. So. Okay. Oh, das Papier rutscht. Das war vielleicht mit dem kurzen Papier doch nicht so eine gute Idee. Rutscht hin und her. Okay, das ist vielleicht eine Funktion. Das hat jetzt vielleicht nicht so funktioniert. Es hat sehr gewackelt. Ja, es ist verschoben. Okay. Ich hätte. Der ist schon sehr klein. Ich hätte den aber vielleicht auf die Matte legen sollen. Kann ich das jetzt noch ändern? Warte mal. Fertig. Wenn ich jetzt nochmal hingehe, ich habe ja hier diese Matten. Wir sind ja lange genug. Das ist ja eigentlich voll schlau. Weil die sind ja genauso breit, wie es sein muss. Ich probiere das jetzt mal auf der Matte. Weil an für sich hat es ja funktioniert. Nur. War das Blatt halt einfach zu kurz. Dementsprechend ist das halt alles verrutscht. Und hat so semi-gut funktioniert. Aber man kann es abziehen, es funktioniert alles. Mach das jetzt einfach mal auf eine Matte drauf. Batsch die hier so drauf, möglichst gerade. Und sag: Schmetterling herstellen. Auf der Schneidematte bestätigen. Dann habe ich hier die Schneidematte. Ich mache das sicherheitshalber einmal ein bisschen weiter rüber, weil die Schneidekante nicht ganz gerade ist, weil ich die schief abgeschnitten habe. Weil ich noch nicht wusste, wie man das am besten mit dem geraden Schneiderding schneidet. Und dann mache ich jetzt hier das auf der Matte. Also ich habe das jetzt hier so. Dann plöppe ich die Matte da rein. Sag, warte, bis er fertig ist. USB nicht empfohlen. Ja, das geht auch nicht an. Ich habe keinen Bluetooth. Ich habe keinen Bluetooth-Stecker an dem Gerät. Vielleicht wäre das eine Überlegung wert, weil mein eines kleines Tablet funktioniert ja. Ah, guck mal, wenn ich jetzt die Folie. Ah, okay, der sortiert auch direkt aus. Okay. Ich habe hier Smart Vinyl, den habe ich. Schnitt im B. Okay, das ist alles vorhanden. Dann können wir auch einfügen. Und mal gucken, ob das jetzt besser funktioniert auf der Klebefolie. Die grüne war auch, glaube ich, die nicht so stark klebende Klebefolie.
Druck Standard. Drücke auf Lied. Okay. Und jetzt mal schauen, ob es jetzt was wird, dass es nicht hin und her schiebt. Dankeschön. So, das haben wir dann hier. Das sieht auch schon alles viel besser aus. Dann nehme ich das erstmal von der Folie weg. Komm her. Werde ich nicht. Dann mache ich hier. Ah, jetzt ist hier überall Hundehaar drauf. Ja, das ist ein bisschen blöd. Hier ist überall Hunde, die Lola drauf und Max. Ich weiß halt auch nicht, wie gut diese Klebefolie auf Dauer klebt, aber das werde ich dann einfach herausfinden auf Dauer. Die war jetzt auch nicht so ultra teuer. Waren irgendwie die drei Bögen waren irgendwie 12 Euro oder so. Das geht jetzt voll. Und jetzt habe ich hier die Folie wieder drauf. Und ungünstig, jetzt habe ich kein Licht. Jetzt habe ich mein Licht ausgestöpselt. Warte mal. Wir haben den Schmetterling. Dann nehme ich mir wieder Transferfolie. Das hier. Und wir haben hier so einen. Gebe ich mir das auf Handy? Der ist ein bisschen groß. Ich würde das ja schon. Ich habe ja hier mir. Ich muss mir eine neue Handyhülle holen. Die ist doch schon ganz schön abgeblasst, aber die habe ich jetzt auch schon fast ein Jahr oder so. Hätte ich mir mal selbst gemacht und auf Redbubble gekauft. Mal das ab. Dann schneide ich mir das hier mal hoch aus. Ich weiß noch nicht. Ich kann es nicht kommen. So. Obwohl, der Schmetterling ist ja groß genug. Ich brauche ja, glaube ich, dafür nicht mal Transferfolie, wenn ich den einfach nehme. Weil die Vinylfolie ist ja doch sehr dick. Ja, guck mal. Es geht wahrscheinlich nicht bei jeder Sache, aber hier. Ich habe meinen Schmetterling. Und den Playmobil. Auch noch ein Terrarium. Das ist jetzt Acryl. Guck mal. Soll ich da einen schönen Schmetterling kleben? Und der geht. Na gut, ich habe jetzt keine Fingernägel, aber der geht, glaube ich, nicht so schnell ab. Okay, Versuch Nummer 1. Hat gut funktioniert. So, machen wir nochmal ein kleines Fazit bei Ende zu diesem Part. Wir haben uns ja hauptsächlich mit der Studio-App ein bisschen auseinandergesetzt und ich finde, es ist echt eine sehr angenehme App. Ich hatte ja mehrere Tutorials schon angeschaut zu verschiedenen Geräten und verschiedenen Programmen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf, wie aktuell die Programme waren und welches Gerät welche hatte. Die meisten Programme, die ich vorher gesehen habe, waren nicht ganz so bedienerfreundlich. Ich bin positiv überrascht von Quicket, wie bedienerfreundlich das Ganze jetzt gerade in diesem aktuellen Stand ist. Es gibt wieder direkt ein neues Update. Gerade wie ich das Video fertig gemacht habe, gab es ein neues Update. So. Ja, nichtsdestotrotz, die Bedienung in der App ist ganz angenehm. Wie gesagt, ich bin relativ blind da jetzt reingegangen und habe alles eigentlich auch zurechtgefunden. Die komplette App ist auch auf Deutsch, was für mich ungewohnt ist, da ich es gewohnt bin, dass viele der Kunstprogramme, Designprogramme auf Englisch sind oder ich die in Englisch nutze. Aber es ist jetzt komplett alles in Deutsch, funktioniert auch richtig gut. Es gibt auch, wie gesagt, wir haben ja verschiedene Sachen schon gesehen. Es gibt verschiedene Shops, wo man Texte, farbige Grafiken, wo man halt alles teilweise sogar kostenlos kriegt. Es gibt kaufbare Dinge. Es gibt, wie gesagt, so eine Abo-Modell, so eine Studio-App, wo man dann halt selbst Vorteile kriegt, indem man halt also mehr kostenlose Designs bekommt, man hat mehr Speicherplatz, man kann in der Cloud mehr speichern, so. Das ist jetzt alles so jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Hauptfokus für mich wird sein, wahrscheinlich einfach selbst gezeichnete Sachen auszudrucken. Das wird jetzt dann auch morgen in dem Video ein bisschen spannender. Da habe ich selbst gezeichnete Bilder, die mir auf der roten Folie und der schwarz-goldenen Folie drucken. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr positiv überrascht von der App. Hat mir sehr gut gefallen, hat auch alles funktioniert. Ich weiß jetzt, dass ich kleinere Schnipsel auf die Matte kleben soll.
Und nur wirklich, wenn es halt die komplette Länge ist, kann man das auch drucken. Jetzt kein großer Weltuntergang, sondern man muss es wissen, dann weiß man Bescheid. So, wie gesagt, wir sehen uns morgen im nächsten Video zur roten Folie und zur schwarz-gelben Folie. Da habe ich noch ein bisschen was zu sagen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.